Ja, jetzt sitzen wir hier so kurz vor Folge 21. Moritz, haben wir irgendwas mit dem oder mit irgendwelche Themen, mit denen wir unsere Leser heute begeistern können? Haben wir irgendwas? Ja, schwierig. Wir haben uns echt Gedanken gemacht, aber nee, so wirklich. Also, wir versuchen ja immer Content zu generieren, aber so wirklich viele Themen haben wir nicht. Wir haben jetzt, ja, mal besprochen. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über Trails, Home Trails, Traum Trails, wo fahren wir am liebsten? Krafttraining, Bauch, Beine, Po. Wie wird man richtig fit und sexy für den Strand? Und dann überlegen wir uns mal, was wir 2019 alles so auf dem Fahrrad vorhaben. Aber ich weiß nicht, meint ihr, es reicht als Themen aus? Ich glaube es eher nicht. Wir probieren's. Ja, legen wir Gekaufte los. Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB-News-Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Wir werden immer Ja. besser, oder? Das klappt so richtig geil mit dem Intro mittlerweile. Es ist ganz schön gut geworden, ja. Also Ja. das, wenn wir jetzt nicht alle Leute wirklich versammelt haben, die uns zuhören, dann weiß ich es auch nicht mehr. Du hast Und übrigens gerade Leser gesagt. Dabei haben wir ja gar ja, keine richtig Leser, doof. sondern Hörerinnen und Ja, Hörer. es sind ja, du sagst ja am liebsten User, sagst du am liebsten, Das Wort kann ich ja überhaupt nicht ausstehen. ne? Aber ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer 21. Episode des MTB-Podcasts Pokal oder Spital von mtbnews.de. Mein Name ist Hannes und ich begrüße heute außerplanmäßig Moritz nicht in Wiesbaden, sondern wo? Hallo, mein Name ist Moritz und ich sitze in Bad Kreuznach, dem Nabel der Mountainbike-Welt. Der schönste Kurort, den Rheinland-Pfalz zu bieten hat. Ich sitze hier im Besprechungsraum unserer Redaktion, wo ich heute mal bin. Normalerweise podcaste ich von Wiesbaden aus. Dieses Mal habe ich mir überlegt, ich probiere das mal in einem anderen Bundesland aus. Und jetzt sitze ich hier in unserem Hauptsitz in Bad Kreuznach. Ich habe gehört, du wirst beobachtet. Ja, ich werde beobachtet. Thomas, der hier auch schon mal zu Gast war im Podcast, sitzt mir so, ja, so halb im Augenwinkel gegenüber. Sieht so ein bisschen aus wie ein Einwegspiegel, als ob ich hier in einem Verhörsaal sitze und er mich beobachtet und er macht sich auch fleißig Notizen auf seinem Laptop. Also keine Ahnung, was hier gerade für ein krudes Experiment läuft. Aber Thomas ist auch so halb dabei, deswegen Grüße an ihn. Er wird sich sicherlich diesen Podcast anhören. Jetzt guckt er Hallo rein und Thomas. grinst. Ja, hallo. Ja, Markus. Wo sitzt du gerade? Bist du wieder im Berghain? Ich bin in Ostdeutschland. Ich denke mal, das reicht euch als Angabe. Ihr könnt euch das ja sowieso nie merken. Grüße auch in die Runde. Eine Grüße Sache nach hast du noch Cottbus. vergessen, Moritz, beim Aufzählen. Wusstest du, was Bad Ja. Kreuznach noch hat? Nämlich die höchste Den Steilwand Nacktwanderer. nördlich der Alpen auf deutschem Gebiet. Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Da fahren Alles wir auch immer klar. Fahrrad. Ja, genau. Die ist wirklich beeindruckend. Also Bad Kreuznach ist echt sehr, sehr schön zum Fahrradfahren. Würde man gar nicht meinen, weil die ganze Gegend hier wirkt relativ flach. Aber es sind für uns eigentlich zum Testen und zum Fotos machen und so weiter traumhafte Bedingungen. Wir fahren hier aus dem Büro raus und kurbeln eine Viertelstunde bergauf und sind auf einmal auf einem Berg, der die, wie du gerade schon gesagt hast, höchste Steilwand nördlich der Alpen zu bieten hat. 200 Meter geht es da senkrecht runter und auf der anderen Seite des Tals geht es wieder fast genauso steil hoch. Es gibt hier zwei Berge, auf denen man sehr, sehr gut Fahrrad fahren kann. Es ist fast immer trocken. Also selbst jetzt im Winter sind es sehr, sehr gute Bedingungen. Es gibt viele schöne Trails. Von daher. Nee, was erzähle ich eigentlich? Es ist furchtbar zum Fahrradfahren, fahrt lieber woanders hin. Kommt nicht vorbei. So sieht's mir Gibt aus. so tolle Aufkleber, so Squamish Sucks. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Ja. Nee, Bad Kreuznach, sehr, sehr schön. Kommt vorbei. Ja, Machen wir. Ich und den bin. Nacktwanderer gibt es ja auch. Habt ihr den Ja. schon mal gesehen? Nee, aber ich glaube, ich habe davon schon Nee. gehört. Ja. Der ist der Knaller, den sollten wir mal. Vielleicht machen wir mal eine Fotostory mit dem. Können ihn ja mal einladen hier. Ja, bitte, als Tester. Ja. Ja, machen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt grob schon über eure neue Lieblingsdestination gesprochen. Bad Kreuznach natürlich. Und wir haben auch ganz kurze Themen schon angesagt. Wir werden heute generell weiterhin noch über Trails sprechen. Trails, auf denen wir zu Hause sind, irgendwo in Deutschland oder da, wo wir wohnen. Und zusätzlich Traumtrails, wo wir am liebsten fahren oder was die besten Trails waren, wo wir bisher schon unterwegs waren. Da wollen wir einen kleinen Einblick geben.
Und bevor wir damit starten, was für uns sonst so dieses Jahr ansteht und wie wir uns auch krafttechnisch darauf vorbereiten, möchte ich euch gerne fragen, oder habe ich schon gehört, dass Moritz heute ein extravagantes Bier in der Flasche hat? Moritz, was gibt's denn bei dir? Bei mir gibt es... Oh. Das klang nicht gut. Und kippt direkt. Nee. Oh, ich wollte es mir gerade so fachmännisch mit einer PET-Flasche aufmachen, aber die ist weggeknickt. Bei mir gibt es heute ein leckeres Hansa-Export. Ich muss mir hier schnell was kaufen in der Mittagspause. Und jetzt habe ich hier das... Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal so ein leckeres Bier kaufe, dann direkt in der großen Vorratsflasche 0,5 Liter Hansa-Export. Was steht da drauf? Aus Tradition klassisch feinwürzig. Mm. Ist auch so ein tolles Schiff drauf. Ich weiß nicht, wie genau man das nennt. Es hat 4 Segel, bestimmt alle in Kogge Gold. Oder sowas, ne? Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, was ist denn eine Kogge? Keine Ahnung. Das ist so ein Begriff, den man mit Rostock assoziiert. Von daher, ja, ich würde sagen, es ist ein Dreimaster. Eine Kogge hat immer ein Mast, sehe ich gerade. Also es ist ja, dann keine, ist keine Kogge. Kogge. Vielleicht eine Trippelkogge. Ja, eine Trogge. Eine Trogge, ja. Ja, was trinkt ihr denn so? Kneift ihr wieder? Also insofern gekniffen, als dass ich jetzt gerade keins trinke, aber gestern vorgetrunken habe. Und zwar gibt es ein Bier, das heißt Detmolder Kirsche. Und es ist ein Biermixgetränk mit Kirschsaft unter anderem. Und das hatte ich ursprünglich nicht für mich gekauft, habe es aber trotzdem getrunken. Und wurde positiv überrascht, muss ich sagen, weil es... Naja, ich verrate später, wie es war. Auf jeden Fall war es nicht schlecht. Und das kommt in einer 0,33 Liter fassenden Plöppflasche von der Brauerei Strate. Und genau, also das wird es, gab es bei mir und ich trinke aber ausgleichsmäßig eine Mio Mio Mate heute auch. Ja, muss ich dich auch mal loben, das ist einfach nur konsequent, wenn man schon nicht während des Podcasts Bier trinkt, sondern vortrinkt, dass man dann auch ein Kirschbier in der 0,33 Liter Plopflasche trinkt. Also ja. Respekt. Ja, Markus. Ja, Brauerei Strate hattest du schon öfter, kann das sein? Tusnelda Bier hatte ich schon mal von der Brauerei. Das ist auch von denen, ja. Das habe ich auch schon mal getrunken. Ja, ich habe gekniffen. Ich habe mir ein Manaresi Espresso gemacht und habe den in ein bisschen Milch geschüttet, welche ich vorher mit der Dampflanze aufgeschäumt habe und habe jetzt hier ein Latte Macchiato zu stehen, aber der so langsam auch kalt wird. Also ich werde mich mal ranhalten. Bier kann ich nämlich nicht trinken, weil ich gleich nach der Aufnahme los muss. Ich habe eine Verabredung mit der Lehrerin in der Schule, da gibt es ein Elterngespräch heute. Und ja, man will ja da keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Und wenn ich da mit einer Bierfahne ankomme, ich weiß nicht, das... klemme ich mir heute einfach mal. Aber heute Abend wird eins aufgemacht. Je nachdem, wie das Gespräch läuft. Diesen Kaffee, den du dir übrigens gemacht hast, hat 16 Minuten gedauert. So lange saßen wir hier gebannt, bis du die Aufnahme starten konntest. Ja, die Maschine heizt, die muss erstmal vorheizen. Das dauert alles ein bisschen. Kein D-Zug. 16 Minuten. Aber ist ja mal schön, da so eine Hausnummer zu haben. Sehr gut. Ja. Ja, cool. Prost. erinnert mich an den alten Werbespot von, ich glaube, Diebels war es, mit Glück, Glück, Glück. Oh, lange her, oder? Sehr lange her. Das ist ja noch zu Zeiten, wo ist der Deinhardt? So, das war das so ist diese ja noch, da hat ja, damals hat ja Rudi Assauer noch Werbung gemacht für, was war denn das? Rest in Peace, sage ich nur. Feldhins. Das fällt ohne Tomala. Genau. Moritz, was hast du dieses Jahr alles vor? Darauf war ich nicht vorbereitet. Jetzt ist mit der Tür ins Haus fallen. Ja, deswegen gebe ich die Frage weiter an Markus. Markus, was hast du dieses Jahr alles vor? Boah, ich habe vor. Fährst du ganz allgemein oder jetzt mal so fahrradfahrmäßig? Nee, Fahrradfahren. Wir sind ja ein Fahrradpodcast. Ich glaube, er hat überhaupt keine Zeit. Er muss 10-mal Kaffee machen, das ist ja schon wieder So sieht er. Genau. Ja. Aber Kaffee machen ist ja ein fester Bestandteil der Mountainbike-Kultur. Ist so, ja? Ja. Ja, stimmt, wenn man bei sich so auf Messen und so umschaut. Ja. Genau, nee, das stimmt schon. Ich habe so an sich habe ich keine großen Sachen vor. Ich hatte ja letztes Jahr schon erwähnt, dass ich an diesen
an diesen Kartenkacheln arbeite, also möglichst viel Fläche auf der Landkarte zu überfahren mit dem Fahrrad, möglichst lückenlos, da werde ich weiterarbeiten auf jeden Fall. Das hat den Vorteil, dass man dabei ganz viele neue Landstriche kennenlernt, die man vorher noch nicht gesehen hat, die allerdings alle regional hier sind. Also das ist jetzt nicht so irgendwie, wo man groß mit dem Flugzeug hinfliegen muss oder so, sondern das spielt sich alles schon hier in der Nähe ab. Und das finde ich aber auch ziemlich gut, weil man oft an Landstrichen vorbeifährt, die überhaupt nicht wahrnimmt. Und plötzlich erlebt man die ganz bewusst und lernt die kennen. Und das hat schon was. Das kann ich jedem nur mal empfehlen, einfach sich mal in der unmittelbaren Nachbarschaft ein bisschen umzuschauen. Da gibt es viele interessante Sachen zu entdecken. Dann habe ich noch rennradtechnisch habe ich noch ein Projekt vor. Das reift so langsam in meinem Kopf in Form von Gedanken. Das ist noch nicht ganz konkret, aber so ungefähr zeichnet sich schon ab, was ich da machen werde. Aber ich denke mal, da werde ich erst zu gegebener Zeit drauf zurückkommen. Da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Wird aber, ja, ich denke mal, wenn ich sage, das wird episch, dann ist das nicht untertrieben. Aber dazu gibt es dann irgendwann in einer der späteren Episoden sicherlich noch mehr zu hören. Ja, und das denke ich mal, das war es im Großen und Ganzen schon. Also ich werde jetzt keine großen Bike-Reisen oder sowas machen. Das spare ich mir, das überlasse ich anderen Leuten. Wirst du dieses Jahr auf eine andere Laufradgröße wechseln? Ist gut möglich, ja. Der Gedanke, der reift ja auch schon seit einer Weile und ich hätte noch ein Rad, könnte ich demnächst verkaufen. Ja, nee, das will ich nicht. Das ist mir eine Nummer zu groß. Darüber hatten wir schon mal geredet, falls du dich erinnerst. Ja, leider. Ich habe gehofft, du hättest es vergessen, dass es zu groß ist. Genau. Ich muss ein bisschen mehr Bier schicken hier. Dann. Aber da kannst du reinwachsen. Genau. Ja, eben, du wächst dann noch. Ja, das geht. Ja. Nee, ich werde wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, aber das ist gut möglich, dass ich dieses Jahr irgendwie da mal was ersetze in meinem Fuhrpark und dann auch mit größeren Laufrädern unterwegs bin. Ach ja. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn das mal irgendwann soweit ist. Aber das ist, muss ich sagen, das ist nicht eilig. Also das kann jetzt gern irgendwann demnächst sein. Das stört mich nicht, wenn es im Herbst ist, und wenn es im nächsten Frühjahr ist, dann ist das auch nicht schlimm. Solange ich immer noch was habe, womit ich fahren kann, ist das kein Problem. Aber wenn es da Neuigkeiten gibt, dann erfahrt ihr beide die natürlich auch zuerst zusammen mit allen Hörerinnen und Hörern. Also wir vier. Genau. Ja. Also ich habe das Gefühl, du hast unmittelbar mehr vor. Vielleicht, also minimal mehr vor, sagen wir mal so. Zumindest mehr, was Reisen angeht. Liege ich da richtig? Da liegst du vollkommen richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie du jetzt drauf kommst. Das überrascht mich. Aber ja, es ist irgendwie bei mir jedes Jahr das Gleiche. Ich bin von April bis Oktober gefühlt durchgehend unterwegs für die ganzen World Cups und so weiter und denke mir dann, oh ja, toll, jetzt ist endlich mal Off-Season, jetzt kannst du einfach mal 5 Monate lang die Füße hochlegen, Seele baumeln lassen. Und so ist es dann nicht. Wir sind gerade auch hier in Bad Kreuznach mittendrin in unserer Planung, eigentlich schon fast für die zweite Jahreshälfte. Es ist alles sehr, sehr durchgetaktet und es geht jetzt auch bald schon wieder los. Und dieses Jahr ist noch ein World Cup dazugekommen. Das heißt, da werden jetzt, ich glaube, 9 Rennen sein, die mich ganz gut beschäftigen werden, denke ich. Geht also bis Weltmeisterschaft auch. Es sind dieses Jahr 8 World Cups und die WM. WM, ne? Ja. Ja, okay. Und in den Vorjahren war es immer ein Rennen weniger. Das heißt, das kommt jetzt noch dazu. Und dazu stehen diverse Testgeschichten bei uns an, wo wir jetzt gerade mitten in der heißen Planungsphase sind. Werden in der zweiten Märzwoche uns Richtung Spanien auf den Weg machen. Es sind jetzt noch ziemlich genau 4 Wochen bis dahin. Und das ist auch immer ein ziemlicher Act, da die ganzen Testbikes erstmal auszuwählen, sich Gedanken zu machen, was möchte man dann testen, was passt gut zusammen, die dann alle zu bestellen, zu hoffen, dass die Hersteller auch gerade diese Testbikes verfügbar haben und so weiter. Also da sind wir jetzt gerade sehr, sehr viel in der Planung drin, auch für darauf folgende Tests sind ganz gut verplant.
Also so die Kombination aus der ganzen World Cup-Reiserei, Fotografie und Filmen dort und dann aber eben auch selbst sehr, sehr viele Räder testen und Tests organisieren. Das wird mich dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich auf Trab halten. Und wenn ich so in meinen Kalender schaue, dann sind zwischendurch nochmal so vielleicht mal 1-2 Wochen, die nicht jetzt schon verplant sind. Aber an sich kann man sagen, dass bis Mitte September, jetzt ab Ende Februar, eigentlich alles komplett durchgeplant ist. Krass. Und ja, das wird sicherlich wieder recht anstrengend. Andererseits merke ich auch, dass ich finde es cool, auch viel unterwegs zu sein. Mir fällt dann irgendwie, wenn ich zu lange an einem Ort bin, immer so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Und von daher ist es gut, da so ein bisschen Abwechslung zu haben. Da freue ich mich drauf. Du bist ja noch jung, du steckst das ja auch noch alles problemlos weg. Genau, sage im Gegensatz mal, zu euch. Genau. kannst du denn schon was verraten, welche Bikes ihr jetzt testet im März? Oder magst du das noch nicht sagen? Ist ja vielleicht ganz interessant. Dann, why not? Ne? Ja. Und dann gibt es hier Informationen, die es woanders nicht gibt. Und genau. Gut für unsere Hörerinnen und Hörer. Ja, also im März für unseren Vergleichstest haben wir einen großen Trailbike-Vergleichstest geplant, wo wir sehr angesagte aktuelle Trailbikes gegeneinander testen werden in Spanien, in den Pyrenäen. Freue ich mich schon sehr drauf. Da werden mit am Start sein. Oh, jetzt muss ich die Liste selbst auf die Reihe bekommen. Ich habe sie nicht vorliegen, sondern nur im Kopf. Wir werden dabei haben das Specialized Stump Jumper, das neue YT Jeffsy, das Cannondale Habit, auf dem jetzt unter anderem Josh Bryceland und seine Kollegen ziemlich wild unterwegs sind. Wir haben ein Cube Stereo 140 dabei. Wir haben ein Commensal Meta AM dabei. Was haben wir denn noch? Wir haben ein Scott Genius dabei. Und jetzt habe ich bestimmt noch 2-3 Räder vergessen. Ein Canyon ist dabei. Es sind insgesamt, wenn alles funktioniert, glaube ich, 9 Räder. Ein sehr, sehr spannender Mix. Wird auch ziemlich aufwendig, das alles in der uns zur Verfügung stehenden Zeit durchzuboxen. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin und wird einfach ein sehr, sehr spannender, sehr relevanter Test, weil es auch viele Räder sind, die viele Leute einfach extrem ansprechen. Also gerade so das Specialized Stump Jumper oder das Canyon Spectral. Ist es das Spectral? Oder das Strive? Nein, Spectral. Auf jeden Fall so Mainstream-Bikes auf jeden Fall, die. Ja. Falls jemand gerade aus Koblenz zuhört, es tut mir furchtbar leid. Ich versuche es mir irgendwie zu merken, aber schickt mir doch irgendwie mal eine Eselsbrücke zu. Ich bekomme es einfach nicht hin, zu behalten. Welches Rad welches ist? Ja, welches ist das Trailbike und welches ist das Enduro-Bike? Das Enduro-Bike ist das Strive und das Trailbike ist das Spectral. Ah, Spectral, Strive, endet auf E für Enduro. Ah, okay, ja. Gut, also nochmal Nachricht an Koblenz, ihr braucht mir keine Eselsbrücke rüberzuschicken. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Wir werden das Canyon Spectral dabei haben. Es sind so die Räder, die, glaube ich, sehr, sehr viele Leute ansprechen. So, wenn man es auf Autos übertragen würde, dann wären es jetzt keine extremen Sportwagen oder Geländewagen oder so. Aber halt so, einfach so ganz normale Mountainbikes oder ganz normale Trailbikes. Sportive Mittelklassewagen. Der sportive Wagen der oberen Mittelklasse. Ja. Vielleicht. Ja. Was wäre denn ein passendes GTI. Auto? Ja. Corrado G60. Manta. Der gute Mercedes SEC natürlich. Ja, der Taunus. Ja, Hauptsache Kennzeichen DOPE 69. Ja. Ja, genau. Also das ist unser großer Trailbike-Vergleichstest, wo wir im März für unterwegs sein werden. Aktuell haben wir noch einen Enduro-Test am Laufen, auch einen Vergleichstest mit 29 Zoll Vollgas Enduro-Bikes mit dem Preislimit 3.000 €, wo ich... hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, wir haben uns hier über die Preise von der SRAM Eagle Access, der kabellosen Schaltung von SRAM unterhalten, die 2.100 € für das komplette Set kostet. Und die Enduro-Bikes, die wir gerade testen, die kosten maximal 3.000 €. Und da bekommt man auch schon
eine Menge Fahrrad für vergleichsweise wenig Geld. Die Fahrräder, die funktionieren alle extrem gut. Ich bin sehr positiv überrascht. Ist auch ein sehr, sehr spannender Test. Wird bestimmt auch vor dem Trailbike-Test dann online gehen. Wir haben für Mitte des Jahres einen Downhiller-Vergleichstest geplant. Darf ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, was wir für Räder da dabei haben werden. Muss ja auch noch ein bisschen was für die nächste Folge bleiben. Genau. Alles genau, muss man ja jetzt ja nicht spoilern. Aber das. Ja, ich glaube, ich darf es auch noch gar nicht spoilern, weil dann hier die ein oder anderen Hersteller auf der Tür stehen und Und der Tom, die wieder beruhigen vor muss, der, ne? Vor der Tür stehen und ja, der nette Tom, die dann wieder beruhigen muss. Ja, aber da ist einiges geplant. Kann man sich jetzt schon drauf freuen. Aber bedeutet halt auch, dass die Zeit zwischen den World Cups auch nicht einfach nur mit zu Hause rumsitzen und ein bisschen Füße hochlegen verbracht wird, sondern da sind wir auch ziemlich ausgelastet. Das hast du vorher gewusst, ne? Ja, genau. Ja, aber freue ich mich auch sehr drauf. Das bisschen Content generieren. Ja. Ja, das ist ganz praktisch. Wir haben jetzt hier eine. Tom hat so eine Textbaumaschine gekauft. Ist so ein kleiner Kasten und da steht einfach oben auf den Knopf drauf. Dann kannst sagen, hier zwischen 900 und 1200 Wörter. Und es soll ein Test sein. Generiere Content. Aber soll auch nicht so sehr ins Detail gehen, dass man jetzt merkt, wir haben uns mit dem Produkt auseinandergesetzt, sondern wir haben es nur mal in die Hand genommen. Ja, und dann muss man halt noch ein paar Bilder angeben. Also muss jetzt sagen, ich hätte gerne ein Bild von Fahrsituation X oder Y oder das Produktbild soll so oder so aussehen. Und dann hat man an der Seite eine Handkurbel. Je nachdem, wie aufwendig es ist, also 1200 Wörter dauern so 30 Sekunden, musst du dann schön kurbeln und dann kommt der Content raus. Das ist super praktisch. Erinnert mich ein bisschen an die Wunschmaschine beim Sams. Wir lesen gerade das Sams, unser größer Sohn und ich. Und da gibt es auch eine Wunschmaschine, die hat auch eine Kurbel und einen Schalter. Kannst du, also so ähnlich könnte ich mir das vorstellen, dass es mit der Maschine, mit der Textbaumaschine auch funktioniert. Der Maschine. Sehr geil. Und das Gute ist, wir sind ja nicht die Einzigen, die unsere Texte verwenden. Ja. Ja. Ja, das ist, also, weißt du, es gibt halt nur eine Handvoll von Content-Maschinen und wenn du dann aus Versehen dieselbe Content-Maschine bestellst wie die Konkurrenz, dann kommt das halt mal vor. Das, ja. Kommt auch sehr auf die Kurbeltechnik an. Mhm. Ja, dann kurbelst du einmal falsch und zack, hast du genau das Gleiche wie. Ja. Aber ja. Muss man Verständnis haben. Dazu vielleicht irgendwann, genau. Ja, gut. Ja. Ja, aber jetzt, Hannes, erzähl du doch mal was. Also ich habe jetzt ja schon erzählt, was ich dieses Jahr so grob auf MTB News bezogen vorhabe. Und das ist dann eigentlich auch schon mein komplettes Jahr. Also World Cups und Fahrräder testen und dabei Fotos machen und durch die Weltgeschichte tingeln. Hannes, was steht bei dir so an? Ja, ich habe eigentlich vor, die ganze Zeit vor der Textbaumaschine zu stehen, einfach zu kurbeln. Damit werde ich es wahrscheinlich gut rumkriegen das Jahr. Ich bin nicht so viel unterwegs wie Moritz, werde aber auch einige Termine haben im Jahr, die teilweise schon feststehen. Wir werden die nächste größere Geschichte wird das Sea Otter Festival sein in Kalifornien, in Monterey, wo wir jedes Jahr hinfahren mit mehreren Personen und da sehr, sehr viel Content generieren, beziehungsweise sehr viel, also das Coole am Sea Otter Festival ist, dass man immer sehr spektakuläre Bikes hat und sehr viel kuriose Geschichten vor Ort sieht und das ist insgesamt ein ganz spannendes Festival, weil das was ganz anderes ist als die Eurobike. Da steht so dieser Festival-Charakter noch im Mittelpunkt irgendwie, ne, bei dem Sea Otter. Ja, so es ist auch alles ein bisschen im Wortsinn irgendwie. Ja, es ist auch ein bisschen entspannter irgendwie, muss man sagen. Also es ist nicht ganz so geschäftlich wie zum Beispiel die Eurobike, sondern es ist einfach eine sehr entspannte Atmosphäre. Das Ganze findet halt auf dem Laguna Seca Raceway direkt statt. Also man ist die ganze Zeit umgeben von meistens von Rennradfahrern, die die ganze Zeit über diesen Racetrack, also jeder Motorsportfan, der wird, oder die meisten Motorsportfans werden damit was anfangen können mit diesem Raceway. Das ist eine bekannte Motorsportstrecke.
Und die ganzen Rennradfahrer, die fahren halt gefühlt Tag und Nacht halt die ganze Zeit da rum. Und in der Mitte dieses Kurses, da wo die Pits und so normalerweise stehen, da ist halt dann Action mit fast hunderten Ständen. Also das Einzige, wo man sehr aufpassen muss, ist tatsächlich, es weht immer ein frischer Wind, die Sonne ist allerdings sehr hart, wenn Thomas es hört. Hm. Er wird wieder jeden Tag sich beschweren, dass die Sonne wieder so hart heute ist. Also man hat ruckzuck Sonnenbrand tatsächlich, wenn man nicht aufpasst. Man sollte auch irgendeine Kopfbedeckung aufziehen. Aber wie gesagt, wir werden da wieder spannende Sachen mitbringen. Das wird ganz gut. Wir werden auch, wenn alles klappt, eine spannende Geschichte auf Instagram dazu haben, werden jemanden dabei haben. Und diese Person wird sich viel um Instagram-Stories kümmern und sonstige Geschichten und so ein bisschen rasender Reporter für uns sein. Das wird eine spannende Geschichte, denke ich. Ansonsten bei der Testgeschichte in den Pyrenäen werde ich höchstwahrscheinlich die meiste Zeit nicht dabei sein. Es kann sein, dass ich kurzfristig dabei bin, aber in erster Linie werde ich wahrscheinlich hier aufpassen. Ich muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht Content generieren sage. Es ist so drin mittlerweile, dass wir irgendwie unseren Redaktionsablauf, unseren täglichen, dass wir den weiterhin planen können und bauen. Und ja, die weiteren Geschichten sind... ich denke, ich werde in Riva sein. Da wird auch eine größere Truppe von uns vor Ort sein beim Festival am Gardasee. Dann stehen die Dirtmasters auf dem Plan im Mai in Winterberg. Das wird auch wieder sehr lustig. Das ist 3 Tage lang Vollgas und gute Laune. Da bist du und doch immer der Biertrinkend beim Whip-Off steht, oder? Genau, ja. In der linken Hand also, das Bier, in der rechten Hand Bengalo und ein Oberkörper frei, ja, und gib ihm. Genau, und das Gute ist, es fällt gar nicht auf, dass ich ja eigentlich Fotograf bin, denn ich habe extra so einen Becher, der aussieht wie so ein Objektiv. Ich weiß, wir verlinken das in den Shownotes, die gibt es nämlich bei eBay immer ganz viel. Sieht aus wie ein Canon-Objektiv, ist aber eigentlich ein Becher, wo man Bier reinfüllen kann. Und den werde ich natürlich dabei haben, ja. Ja, wir müssen da immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so erkannt werden. Aber ja, das wird wieder lustig. Wir werden definitiv da oben wieder im Adams-Kostüm auf den Whip-Offs stehen, genau. Ja, ich bin mal gespannt auf die Whip-Offs. Das ist immer ein großes Spektakel. Sie haben das ja vor 2 Jahren ein bisschen umgebaut und haben das Ganze jetzt auf einen größeren Sprung ins Slopestyle-Gelände verlegt. Und seitdem, also letztes Jahr, ich glaube, so viele Leute habe ich noch nie gesehen in Winterberg auf einem Fleck. Also es waren, weiß nicht, wie viele tausend Leute es waren. Es war unfassbar. Ansonsten, der Rest der Saison ist tatsächlich noch nicht ultimativ geplant. Es wird einige kleinere Events geben, wo ich sein werde. Ich werde... auch Testgeschichten fotografieren für Rennrad News, unsere Partnerseite mit unserem Kollegen Jan. Und ja, ansonsten lassen wir uns mal überraschen. Es werden auf jeden Fall einige Sachen anstehen, es werden auch diverse Events dann noch folgen, aber so der absolut feste Terminplan ist es bei mir auch nicht in dem Fall. Ja, das wäre es soweit. Also ich kann grob so ein halbes Jahr planen. Plane ich ungefähr vor. Genau. An dieser Stelle die Überleitung. Boah, ich frage mich gerade. Jetzt ist Thomas endlich fertig mit seinem Gesprächstermin und nun hat Sandy, unser Support-König, seinen Platz eingenommen. Und jetzt sitzt Sandy mir gegenüber. Nur durch einen Einwegspiegel sind wir getrennt. Jetzt schaut er mich an, zieht die Augenbrauen hoch, ja, erzählt irgendwas, ich höre ihn nicht. Es ist toll, ich werde ab sofort immer in Bad Kreuznach podcasten. Vielleicht können wir auch mal so einen Public-Podcast hier machen. Machen einen um die Wette Creepen-Wettbewerb. Ja. Thomas hat auch ein Bild von dir in unserem internen Chat gepostet übrigens. Ja, das würde ich super. Übrigens gerne in die Shownotes mit reinnehmen. Guck dir das mal an, das ist eigentlich ziemlich geiles Bild. Wir packen bitte beide Bilder in die Shownotes, ja. Ja, dann sehen ja alle, dass ich mal nackt podcaste. Ist okay. Ja, Überleitung. Achtung, gut, Hannes, Überleitung. Wenn du so viel unterwegs bist, kommst du denn dann überhaupt zum Mountainbiken? Und wenn ja, wo gehst du am liebsten Fahrrad fahren?
Also vielleicht nicht unbedingt immer am liebsten. Die Überleitung war sehr, sehr gut. Ja, fand ich nicht. Auch hier, Markus, ey, hier, an der Stelle bitte setz dir wieder eine Markierung und spiel da wieder so Applaus ein. Ja, ja. Ja, ja. Markus, was wäre denn, jetzt bin ich mal interessiert, was wäre denn deine Überleitung gewesen, Markus? Du, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ja. Hättest du mal gestern ankündigen sollen, dann hätte ich mir was überlegt. Ja, frag mich in 16 Minuten nochmal. Ja, wo gehe ich am liebsten fahren? Also zumindest am häufigsten gehe ich tatsächlich hier eben nahe des Teutoburger Waldes fahren, hier in Lemgo, wo ich zu Hause bin. Wir haben einige spannende Trails auch in der Umgebung. Da bin ich im Sommer oder wenn es das Wetter zulässt, eigentlich fast jeden Tag irgendwie draußen, wenn es zeitlich klappt. Und wir hatten ja als Rubrik uns auch überlegt, dass wir nicht nur über Home-Trails sprechen, sondern auch über Traum-Trails und wo wir vielleicht gefahren sind. Wir können ja irgendwie sowas wie eine Top 3 machen, die bisher besonders cool waren. Und unser Job, der... hat es Ort, an dem ihr mountainbiken müsst. Genau. Nummer 6 wirst du nicht glauben. Überraschen. Ja. Es ist so ein Spezialmodus im Content Generator. Der absolut, ja. Der ist aber auch schon sehr, sehr ausgelutscht, ja, muss man das sagen. Also Add-on-Modul. Man muss die Kurbel sehr, sehr doll mittlerweile da drehen, dass es überhaupt noch funktioniert. Unser Job, der ermöglicht es uns oder hat es auch in den letzten Jahren ermöglicht, überall dort zu fahren, wo man vielleicht sonst nicht so schnell hingekommen wäre. Nicht alle... Moritz, was machst du? Ja, ich reiß gerade das Etikett von meinem Hansa Export. Moritz, das ist total langweilig. Ja, ihr labert die ganze Zeit nur, was soll ich denn da machen? Ja, echt mal. Ja, Also es gibt diverse Trails. Fangen wir mal damit an. Also einer meiner absoluten Lieblingstrails ist tatsächlich The Whole Enchilada, beziehungsweise der untere Teil davon. Das ist ein Trail in Moab in Utah, im Bundesstaat Utah der USA. Es ist ein irre langer Trail, zumindest der untere Teil, der reicht mir schon völlig. Ich glaube, es waren 25 Kilometer bei 1.500 Tiefenmetern. Und es geht immer so relativ seicht bergab und hat zwischendurch Steine, viel Staub, Wahnsinnsaussichten, weil man, es fühlt sich fast ein bisschen an, als wäre man an der Steilwand in Bad Kreuznach, nur ein bisschen höher. Weil es da auch wahnsinnig viele Steilwände gibt und der Trail ist ein Wahnsinnsding. Man sollte sich hochschaffen lassen, sonst ist man wirklich den ganzen Tag unterwegs. Und wenn man das Ding mit Vollgas fährt, also ich glaube, wir waren trotzdem irgendwie 2 Stunden unterwegs oder so bergab, weil es ist durchaus relativ technisch zwischendurch, aber wahnsinnig flowig. Also der gehört auf jeden Fall zu meinen Top 3 und bevor ich Moritz noch mehr langweile. Moritz, was wäre denn so einer deiner Traumtrails oder deiner Traumdestination, wo du bisher gefahren bist? Mit was fange ich an? Also, ja, du wirst es auch nennen, deswegen, ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen, aber ich sage es jetzt einfach mal, weil du es auch nennen wirst und du mich jetzt schon gefragt hast und ich dir zuvorkommen will. Aber was man natürlich in der Liste nennen muss, ist Whistler. Da, eigentlich könnte man da auch schon eine Top 3 oder eine Top 30 machen, die besten Trails in Whistler. Mhm. Ich bin eigentlich in den letzten Jahren nur noch auf Trail- und Enduro-Bikes unterwegs und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und es ist ein belohnendes Gefühl, selbst irgendwie hochzukurbeln und dann runterzufahren oder viele verschiedene Trails an einem Tag zu haben. Aber ich finde nach wie vor, dass nichts an einen Tag auf dem Downhill-Bike in Whistler rankommt. Geht auch gar nicht mal so sehr um einen konkreten Trail, sondern einfach nur in Whistler von morgens früh bis spät abends bis 20 Uhr im Bikepark zu fahren, dann am besten noch einen Sweeper-Run zu machen. Um 20 Uhr stehen unten am Lift in Whistler stehen immer die Leute vom Bikepark und verteilen Karten.
Und dir wird dann eine Trail-Kombination zugewiesen und da kannst du dann nochmal komplett alleine auf dem Trail fahren und hast die Aufgabe zu schauen, ob noch irgendwelche Leute dort unterwegs sind, die du dann nach unten begleitest oder ob da vielleicht irgendjemand verunfallt ist oder so. Also machst nochmal so eine Abfahrt und schaust, dass alles in Ordnung ist. Und dann kommst du irgendwie um 20 nach 8 unten an und setzt dich in die GLC-Bar, trinkst noch ein Bierchen, isst einen Burger dazu. Das ist für mich eigentlich so der perfekte Tag auf dem Fahrrad. Und da können Enduro-Bikes noch so gut werden und von mir aus können sie mit 5 Laufrädern kommen, die alle 29 Zoll haben und elektronischer Schaltung und was weiß ich alles was noch. Aber da kommt nichts ran. Deswegen definitiv in meinen Top 3 ist der Bikepark in Whistler. Wenn es um konkrete Trails geht, dann entweder Slayer oder so die Kombination aus Ninja Cougar, Samurai Pizza Cat und so weiter. Da gibt's irgendwie 4-5 Trails, die aneinander hängen, die jetzt auch gar nicht mal so total wild sind, sondern einfach nur perfekt Spaß machen, perfekt gebaut sind, einfach super sind. Das ist für mich definitiv ganz weit oben. Auch wenn es sich sehr lohnt, mit einem Trailbike nach Whistler zu fahren, weil im Valley, also rund um den Bikepark rum, da gibt es ja zig verschiedene Berge und auf jedem Berg sind wahnsinnig viele gute Trails. Aber trotzdem, auf einem Downhillbike in Whistler definitiv bei mir ganz vorne dabei. Kann ich komplett zustimmen, ja. Moritz, kannst du ganz kurz erklären für die Leute, die normalerweise halt so Trails gewohnt sind, die so 3 Minuten dauern, was hat es mit einer Trail-Kombination, was darf man darunter verstehen unter einer Trail-Kombination in Whistler? Also einfach so, was den zeitlichen Aspekt zum Beispiel angeht. Ja, man ist da schon eine Weile unterwegs. Also der Bikepark in Whistler ist im Prinzip in 2 Teile unterteilt. Es gibt den Lower Mountain und den Upper Mountain, also den unteren Teil des Bikeparks und den oberen. Du hast dann auch 2 verschiedene Lifte bzw. Gondeln. Also du fährst erstmal nur bis zur Mittelstation und kannst dann auf dem unteren Teil, hast du, was weiß ich, wie viele 30, 40 verschiedene Abfahrten. Also ich glaube 40 ungefähr. Ja, die aber nicht alle von der Mittelstation bis nach ganz unten gehen, sondern du hast dann einen Trail, der ist 4 Minuten lang und dann kommst du an der nächsten Kreuzung raus und wählst den nächsten Trail aus und hast dann irgendwie immer eine Kombination von 3 bis 7 verschiedenen Trails, die du von der Mittelstation nach ganz unten fährst. Du bist auch dementsprechend lang unterwegs, also eine Abfahrt von der Mittelstation nach unten dauert so zwischen 5 und 10 Minuten, würde ich sagen, wenn man A-Line komplett in einem Stück runterfährt. A-Line ist der berühmteste Trail in Whistler, der geht auch komplett von oben bis unten. Den schafft man in 4 Minuten, 5 Minuten. Andere Kombinationen dauern deutlich länger. Also da ist man dann schon so 10 Minuten unterwegs und die Unterarme und die Finger, die schmerzen dann unten ordentlich. Aber man merkt es gar nicht, wenn man so ein Grinsen im Gesicht hat. Noch übrigens so ein Argument übrigens noch fürs Downhillbike. Man fährt das Downhillbike eigentlich nicht in Whistler, weil die Trails, also natürlich gibt es extrem harte Trails, aber man fährt auch die leichten Trails am liebsten beim Downhillbike, weil also die Leute, man muss ein bisschen sagen, auch in Whistler gibt es definitiv Bremswellen und nicht zu knapp. Gerade am Ende der Saison, wenn wir meistens irgendwie in den vergangenen Jahren da waren beim Crankworx Festival, da ist der Park extrem voll, ist letztlich immer noch super fahren, aber es sind einfach wahnsinnig viele Räder bergab unterwegs und da gibt es unfassbar viele Bremswellen. Und deswegen macht ein Downhillbike da allein aus dem Grund schon am meisten Sinn, weil die Handgelenke sind einfach tot unten. Egal, was man fährt eigentlich. Noch ein kleiner Geheimtipp. Wenn ihr vorhabt, mal nach Whistler zu fliegen und euch das alles aus nächster Nähe anzuschauen, dann fliegt nicht unbedingt zum Crankworx Festival im August hin, weil da einfach extrem viel los ist und der Bikepark in keinem besonders tollen Zustand ist. Wenn ihr euch irgendwie den Urlaub einigermaßen frei einteilen könnt, dann fliegt Ende September für 2 Wochen nach Whistler. Da sind die Bikepark-Tickets deutlich günstiger. Der Bikepark selbst ist in einem perfekten Zustand, weil es da auch hin und wieder mal regnet, aber es ist perfekt fahrbar. Unterkünfte sind günstig. Flüge kosten mit Condor, wenn man Glück hat, 400 Euro für Hin- und Rückflug, Direktflüge. Also da kann man im Prinzip sehr, sehr günstig 2 perfekte Wochen auf dem Fahrrad verbringen. Hat keinerlei Schlangen unten am Lift.
findet günstige Unterkünfte. Wenn ihr es unbedingt mal ausprobieren wolltet und euch die Zeit einigermaßen frei einteilen könnt, dann ist der September eigentlich perfekt, um Whistler einen Besuch abzustatten. Ja. Ja. Markus, du hast lange nichts mehr gesagt. Boah, ich merke immer wieder, wie sich eure, oder sagen wir mal so, wie sich die allgemeine Vorstellung von Biken und meine Vorstellung von Biken, wie die sich diametral gegenüberstehen. Ja, also weil du noch nie in Whistler warst. Weil ich noch nie in Whistler war. Genau so ist es. Ohne Witz. Hast du gerade diametral gesagt? Habe ich diametral. Oder sollte ich sagen, das sind distinkte Mengen. Da hast du aber hart gekurbelt. Unsere Vorstellung von. Ja. Genau, eine gewisse Dissonanz herrscht vor. Ich war noch nicht in Whistler. Ich denke, ich würde das auch extrem geil finden. Und ich nehme auch immer mal Sachen mit, wenn ich irgendwo bin und Zugriff auf ein Bike habe, dann fahre ich das auch. Fahre aber selbst jetzt nicht mit dem Ziel, biken zu wollen, irgendwo in Urlaub oder überhaupt irgendwo weg. Ja? Also ich nehme es immer nur mit, wenn es sich sowieso anbietet. Da kommt man natürlich bei weitem nicht so viel rum wie ihr jetzt, wenn ihr tatsächlich da Whistler als Ziel irgendwie habt. Deswegen denke ich, kann ich an der Stelle gar nicht mitreden und ich würde mich auch schwer tun, eine Liste von den drei geilsten Trails zusammenzustellen, die ich gefahren bin, weil ich das nie mir irgendwie so abgeheftet habe, so ganz dediziert, hey, das war jetzt irgendwie das geilste, was ich je gemacht habe. Finde ich schwer auch jetzt eine Tage auf dem Bike quasi zählen auch mit rein. Also wenn du sagst hier, das war eines der besten Bike-Erlebnisse, die ich auf dem Mountainbike hatte zum Beispiel. Ja, das wird jetzt langweilig klingen, aber so eins der geilsten Sachen war tatsächlich mit dem Single-Speed-Mountainbike über die Alpen zu fahren. Das ist nur auch schon lange her. Hatten wir gemacht mit einem Kumpel. Grüße Rob, falls du zuhörst. Rob kennst du auch noch, ne, Hannes? Mhm. Ja, da haben wir uns die Single-Speed-Bikes geschnappt mit Stargabel und V-Brakes und wie das halt damals so der Standard war und haben uns aufgemacht und sind über die Alpen gefahren und was da halt so super interessant war, die Reaktion der Leute, die das eben nicht für möglich gehalten haben. Damals, ja, es war so vollgefedert, war halt schon so das, was dir in den Zeitschriften als Mindestausstattung vorgegeben wurde und sonst brauchst du gar nicht anfangen und die Leute haben es nicht, die haben es nicht gerafft. Das sind so Erlebnisse, da denke ich echt gern zurück und was auch so ein bisschen, ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber so diese was einem gern erzählt wird, was man zum Biken braucht, dass es sinnvoll ist und so. Und das manchmal zu hinterfragen, ist gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt gar nicht das Thema hier aktuell. Da könnte man gegebenenfalls irgendwann nochmal einen anderen Themenblock aufmachen dafür. Ansonsten mag ich sehr gern überhaupt Bike-Ausflüge, bei denen ich neue Sachen kennenlerne. Also einfach ins Unbekannte fahren. Das sind bei mir weniger Trails als, wie zum Anfang schon gesagt, so Landschaften, Landstriche. Da ziehe ich am meisten raus und das finde ich am geilsten, einfach zu erforschen, aufzudecken auf der Landkarte. Und das ist so mein Ding. Da kann ich aber jetzt auch echt unmöglich irgendwie eine Dreierliste von Favoriten raussuchen, weil das eigentlich jedes Mal anders ist und alles auf seine Art und Weise besonders ist. Ja, deswegen kann hier, denke ich, zu diesem speziellen Themenblock nicht in der Art und Weise beitragen, wie ihr das macht. Dann hätte ich noch was etwas näher ist. Und zwar, da wart ihr beide auch schon und leider habt ihr das nur im Regen festgestellt, wie gut das ist. Und im Regen war es leider nicht so gut wie im Trocknen. Und zwar der Trailpark Single Track Pod Šmerkem in Tschechien. Ja. Da waren wir alle, haben uns getroffen zu einem Teamtreffen von MTB News und wir waren aber auch schon einmal davor dort und hatten den großen Vorteil, dass es entgegen zur Zeit, als wir mit dem Teamtreffen vor Ort waren, nicht geregnet hat oder kaum geregnet hat. Und das ist tatsächlich ein sehr großer Faktor, was den Flow dort angeht, dass Coole an diesem Trailpark ist nämlich, dass es unglaublich flowig ist. Man findet zwar fast keine Wurzeln vor und auch keine Steine oder irgendwelche heftigen Sachen, Drops oder Sprünge gibt es eigentlich kaum, aber man
fährt und fährt einfach voll in den Flow rein. Das heißt, man hat wirklich teilweise das Gefühl, 6 Kilometer Pumptrack zu fahren. Die Pfützen das letzte Mal haben es tatsächlich extrem ausgebremst, was den Flow auch ein bisschen ausgebremst hat im Endeffekt. Aber wenn das ganze Ding da trocken ist, dann fährt man da wirklich in einer unglaublich guten, schnellen, aber angenehmen Geschwindigkeit diese handtuchbreiten Trails. Und das ist ein extremer Flow-Effekt, den man dabei entwickeln kann. Und ist nicht, natürlich ist es in Tschechien, aber es ist nicht extrem weit von der Grenze entfernt und definitiv mal ein, zumindest für den Sommer auf jeden Fall ein Tipp, dass man mal hinfährt. Essen, Trinken, Unterkunft ist alles sehr günstig, ist trotzdem sehr gutes Essen da, auch leckeres Bier und ja, ist einfach eine ziemlich coole Destination, wenn man was anderes sucht und ist halt nichts zum richtig hart hacken, sondern in erster Linie halt einfach Flow fahren. Aber macht sehr viel Spaß. Was an Potsmöckern sehr geil ist, dass du da wirklich mit, ja, du kannst ja ein Starbike nehmen irgendwie, du brauchst nicht mal, ja, Federgabel ist vielleicht ganz, ganz nett, aber du bräuchtest es ja nicht mal, um da trotzdem Spaß zu haben, weil das ist halt wirklich, wie du sagst, das ist ja, wie ein Pumptrack, wellig, aber keine harten Sachen, keine Wurzeln, nix, das rollt halt einfach so richtig geil weg dort alles. Das hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen, ja. Trotz des Wetters. Moritz, hast du noch einen Traumtrail oder was fährst du noch gerne außer Whistler? Ja, einen konkreten Traumtrail habe ich eigentlich nicht. Aber auch noch eine Empfehlung, wo es mir extrem gut gefallen hat, ist in den französischen Alpen, so rund um Méribel, wo auch schon mal ein Downhill World Cup vor vielen, vielen Jahren war. Es ist also eigentlich im Prinzip die ganze Gegend in der Savoie ist traumhaft zum Mountainbiken, ist ja nicht ganz so sehr auf dem Radar, der berühmte Radar, wie jetzt beispielsweise Finale Ligure oder Porte Soleil oder von mir aus auch Larch oder so oder der Gardasee. Aber es gibt Unmengen an Trails, die haben alle so gefühltes perfekte Gefälle, ein guter Mix aus technischem Anspruch, steinigen Sachen, aber auch. Oh, jetzt ist Hannes vom Stuhl gefallen? Nee, mein Handy ist vom Stuhl gefallen. Aha. So. Ja. Ja, also das ist eine Gegend, die ist wahnsinnig toll zum Mountainbiken. War ich jetzt schon einige Male und jedes Mal bin ich aufs Neue begeistert. Tipp der Redaktion, kann ich nur empfehlen. Und um das Thema von meiner Seite aus abzuschließen, eine dritte Destination, wo ich extrem gerne Mountainbiken gehe, wo ich auch sagen würde, es sind Traumtrails, aber gleichzeitig auch Hometrails, sind meine Hometrails. Gerade so im Gebiet rund um Frankfurt am Main. Was ist denn das da? Taunus und sowas, ne? Ja, genau. Man würde denken, da gibt es nur zugekokste Banker und Wolkenkratzer. Aber da gibt es auch tatsächlich einige sehr, sehr gute Trails, die wahnsinnig viel Spaß machen. Und da ist es aber auch so, dass für mich der soziale Aspekt des Mountainbikens eine riesige Rolle spielt. Also der beste Trail der Welt nützt mir nichts, wenn ich den nicht mit irgendwelchen Leuten fahre, mit denen ich gut klarkomme und wo man einfach zusammen eine Menge Spaß haben kann. Gleichzeitig kann auch der schlechteste Trail der Welt ziemlich cool werden, wenn man da in einer Gruppe von mehreren Leuten durchfegt und einfach zusammen lacht und eine Menge Spaß hat. Und ja, meine Hometrails, gerade ist eigentlich so die Zeit, wo ich, wenn ich nicht verletzt wäre, am meisten dazu kommen würde, dort zu fahren, weil wenn die Saison losgeht, dann ja, geht die Saison los und ich bin ziemlich viel unterwegs und sehe zwar extrem viele Leute, die am Fahrrad fahren sind und Rennen fahren, aber komme selbst eher wenig zum Mountainbiken. Umso glücklicher bin ich dann, wenn ich zwischendurch doch mal ein Wochenende zumindest frei habe und einfach auf meinen Hometrails Fahrrad fahren kann. Hat jetzt nicht die Höhenmeter oder die Trailauswahl wie in Whistler und auch nicht das epische Alpenpanorama wie in Frankreich, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das deswegen konnte ich auch eben, Markus, als du gesagt hast, ja, du hast jetzt nicht so eine Destination, sondern eher so bestimmte Ereignisse, die du mit tollen Erinnerungen assoziierst, das kann ich total nachvollziehen und voll unterschreiben. Mhm. Also das ist für mich eigentlich auch so das Allerwichtigste. Auf jeden Fall, ja.
Ich hätte auch noch eine dritte Geschichte. Und zwar, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so ganz entscheiden, doch welche der beiden Dinge besser ist. Es sind beides europäische Destinationen. Ich überlege, also ja doch, also ich würde mich dafür entscheiden, dass es Massa Marittima ist in Italien. Da war ich bisher auf einem Pressecamp. Moritz, du bist dort auch schon gefahren, richtig? Im Rahmen Bin ich in einer Woche wieder. Ja, genau. Ja. Beziehungsweise in anderthalb Wochen. Ja, finde ich, ist auch eine Wahnsinnsdestination und genau da hatten wir diesen Mix zwischen geilem Trail und geilem Tag auch. Da gibt es den Canyon Trail. Ich bist du denn auch schon gefahren, Moritz? Nee, den sind wir nicht gefahren. Wir hatten letztes Jahr leider ziemlich Pech mit dem Wetter. Hat ausgerechnet an den Tagen, wo wir da waren, hat es massiv geregnet und das war irgendwie so eine Art von Boden, die einfach nur extrem schmierig wird, wenn es regnet. Mhm. Sowas habe ich, glaube ich, bisher auch noch nicht erlebt. Es war vom Wetter gar nicht so wahnsinnig wild. Also ich habe schon stärkere Regenfälle miterlebt, auch auf Trails. Aber dort war es einfach so, du bist gefahren und wolltest in irgendeine Kurve rein, hast ganz leicht dich in die Kurve gelegt oder auch am Lenker getreten. Dir ist sofort das Vorderrad weggeschmiert, weil es einfach so ein ganz klebriger, lehmiger Schmierboden war. Also es war ein um die Wette purzeln. Man sah aus wie Sau. Hat aber trotzdem auch extrem viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn es dieses Jahr ein bisschen schöner wird vom Wetter, weil die Gegend hat sehr, 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 sehr viel Potenzial. Voll, ja. Mhm. Und gerade da möchte ich diesen Canyon Trail hervorheben, denn das ist auch so ein Flow-Effekt-Ding, allerdings zusätzlich mit noch ein bisschen Stein und ein bisschen Wurzel. Und wir sind Gott sei Dank im Trockenen gefahren, zwar mit Cross-Country-Fullies, aber es hat trotzdem massiv Bock gemacht, das Ding einfach irgendwie schnell zu fahren. Es gibt, glaube ich, ein Video von Nino Schurter, wie er das Ding entweder auf seinem Hardtail oder auf seinem 100mm-Fully fährt. Er fährt halt nochmal fünfmal schneller als wir, aber der Canyon Trail, ist es wirklich ein Canyon Trail? Man fährt die ganze Zeit in so einem, also im Wald durch so ein Canyon durch. Man hat 2, 3, 4 Meter hohe Wände an den Seiten und man fährt die ganze Zeit nur Kurven links, rechts die ganze Zeit und allein diese Szenerie ist total irre und dieser Trail ist für mich auf jeden Fall das Highlight gewesen dort. Und generell die Umgebung und auch die Trails, also die Trail Brothers in der Toskana, die auch in Massa Marittima in erster Linie am Start sind, die bauen da wahnsinnig viel. Da gab es auch schon, wir hatten auch schon Trailcamps verlost, wo Leute mit denen buddeln konnten dort für freie Kost und Logis. Also die hämmern da jedes Jahr mehrere Trails irgendwie neu in den Berg und das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Also das wäre so mein nächster Tipp oder mein dritter Tipp quasi, wo man mal überlegen sollte, hinzufahren. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen, dass Nino Schurter dort viel Zeit verbringt. Ich meine, entweder Nino oder die Familie Schurter haben dort auch in der Gegend ein Haus. Letztes Jahr, als ich in Massa Marittima war, war ich mit, saßen wir gerade im Shuttle-Auto. Mit mir war noch ein Kollege von der Mountainbike, der sich mit dem Shuttle-Fahrer extrem angeregt unterhalten hat. Und ich habe es erst gar nicht gerafft, bis mir dann irgendwann klar wurde, er hat die ganze Zeit von seinem Bruder erzählt und dass der ja nochmal viel schneller wäre, aber er manchmal auf seinen Home-Trails mit ihm mithalten könnte, bis mir dann klar wurde, wir werden gerade vom Bruder von Nino Schurter hochgefahren, der da auch sehr aktiv in den Trailbau involviert ist. Also da hat sich dann gezeigt, die Mountainbike-Welt ist letzten Endes dann doch sehr, sehr klein. Kann ich jedem nur empfehlen, mal dieser Gegend einen Besuch abzustatten. Das ist ein bisschen weiter weg als Finale Ligure beispielsweise, aber ist auch an einem Tag im Auto zu erreichen. Von der Infrastruktur ist es perfekt. Es ist wunderschön gelegen in der Toskana. Es gibt wahnsinnig viele Trails. Es wird sehr, sehr viel gebaut. Ist ein sehr gut richtig essen. Guter Mix. Man kann sehr gut essen. Also eigentlich ist das, wenn euch Finale Ligure zu voll ist und ihr sowieso nicht ans Meer wollt, dann fahrt unbedingt mal nach Massa Marittima. Ist sehr, sehr gut da.
Ja. Und jetzt was ihr auch noch alle machen solltet, ja. Ich muss diesen Einsatz noch loswerden, schaut euch einfach mal in eurer Umgebung direkt um. Da gibt es nämlich auch eine Menge Sachen, die ihr noch nicht kennt. Und es lohnt sich einfach auch mal rechts und links ein bisschen vom Weg abzukommen und manchmal entdeckt man ganz tolle Sachen, auf die man so nicht gekommen wäre. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und ich finde, das sollte jeder irgendwie mal machen, anstatt irgendwie jedes Mal gleich ins Flugzeug zu steigen und oder ins Auto und irgendwie weit wegzufahren. Manchmal ist es gar nicht notwendig. Ja, das stimmt auch. Das stimmt. Jetzt noch ganz kurz, wenn ihr euch trotzdem ins Flugzeug setzen wollt und irgendwohin fliegen oder ich meine, ihr könnt ja auch im Flugzeug fahren, die fahren ja recht schnell. wenn ihr irgendwo mit dem Flugzeug hinreisen wollt, ja, die sind gar nicht so langsam. Aber die Straßen sind immer so schlecht für die Flugzeuge, das ist mal so ein Aufwand. Ja, stimmt auch. Und jetzt einmal in Tokio geht, gibt es noch ein Tempolimit für Flugzeuge und. Ja, man muss auch immer auf der Mittelspur fahren von der Autobahn, das ist dann auch. Ja. Aber wenn ihr die Wahl hättet, drei Orte, an die ihr gerne zum Mountainbiken reisen würdet, mit ganz kurzer Begründung jeweils, also jeweils in 100 Zeichen oder weniger, wo würdet ihr gerne hin und wieso? Markus, du fährst dann drei Orte. Ich würde mir gerne mal Whistler anschauen, nicht nur, weil ihr das heute hier so erwähnt habt und davon geschwärmt habt, sondern weil irgendwie jeder davon schwärmt. Das waren 100 Zeichen. So, nächster. So, nee, also drei Orte. Ort, 100 Zeichen, ja. Naja, nun mach jeder einen nach dem anderen und dann machen wir drei Runden. Nein, Runde, nein, wir machen drei am Stück. Ich würde gerne mal, das mache ich als drittes. Als zweites, ich würde gerne mal irgendwie in ein Gebirge, was so richtig weit weg ist. Wir haben ganz oft so Fotostories von Leuten, die zum Beispiel in Asien irgendwie unterwegs sind mit dem Mountainbike. Das würde ich auch gerne mal machen. So wirklich in die Randgebiete der Zivilisation. Und als drittes, das ist ein bisschen nerdig, aber das habe ich mir damals gesagt, das will ich unbedingt nochmal hin und will das unbedingt machen. Ich würde gerne mal mit dem Mountainbike auf Hawaii, auf der Hauptinsel auf Big Island, vom Meer, von der Küste hoch auf den Mauna Kea fahren. Das sind 4200 irgendwas Höhenmeter auf diesen Vulkan rauf und danach auch gerne wieder runter. Das wäre eine Tour so, die 150 Kilometer lang wäre, hin und zurück. Aber das will ich irgendwann nochmal machen. Vielleicht erlaubt es ja die politische Situation der Vereinigten Staaten irgendwann, dass man da nochmal einreisen kann und dann würde ich das Projekt gerne nochmal in Angriff nehmen. So, jetzt seid ihr baff, oder? Ja. Können aufhören auch jetzt. Das mehr geht nicht. Ich will eigentlich im September nach Hawaii, aber 4200 Höhenmeter sind mir dann doch ein bisschen zu viel. Da hält der Akku von meinem E-Bike nicht. Boah, Triggerwarnung. Er hat das E-Wort gesagt. Ja. Hannes, wie sieht's bei dir aus? Drei Orte, wo würdest du gerne hin? Also, ich möchte unbedingt irgendwann mal nach Südafrika. Finde ich nicht zuletzt, wenn man immer diese super coolen Fotos vom Cape Epic sieht. Ich stelle mir das wahnsinnig vor, in Südafrika Fahrrad zu fahren. Ja. Ich dachte jetzt eher vom Darkfest. Ja, das auch, aber das ist nicht ganz meine Sprungweite, ehrlich gesagt. Ja. Aber es ist ja die ähnliche Szenerie. Also ja, das Stellenbosch stimmt. Ist das, glaube ich, ne? Ich glaube, das Darkfest war in Stellenbosch, glaube ich, ja. Also da führt ja das Cape Epic auch mal durch, also durch diese ganzen Weinberge und das sind so Wahnsinnsbilder immer. Also da würde ich wahnsinnig gerne mal fahren. Das Zweite ist tatsächlich, weil ich es wirklich ich war einmal in der Schweiz erst Fahrrad fahren und ich würde tatsächlich gerne mal diese ganze Graubünden-Geschichte beispielsweise mal machen. Wir haben es jetzt so oft teilweise schon vorgestellt, wir haben so viele Fotostories gehabt, epischste Geschichten und Videos und ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, da mal länger zu fahren als einen Tag und das war auch nicht in Graubünden. Aber ich würde tatsächlich in der Schweiz gerne mal wirklich so ein episches Trail-Abenteuer in den Alpen einfach machen. Ich bin relativ, also schon hier und da rumgekommen, aber in den Alpen, das hängt so ein bisschen hinterher, ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht unfassbar oft in den Alpen lange Fahrradfahren gewesen. Das wäre also Destination Nummer 2. Und Destination Nummer 3 wäre tatsächlich auf jeden Fall nochmal nach Whistler, weil da einfach noch so viele Trails
sind, die ich noch nicht kenne. Und wir zwar häufig irgendwie oder jetzt schon mehrfach da waren, aber uns in erster Linie auch im Bikepark aufgehalten haben und wir kennen die Creekside noch nicht und oder ich kenne die Creekside noch nicht und ein paar andere Sachen. Und da ist einfach wahnsinnig viel, das Ganze nochmal mit Squamish verbinden, Half Nelson komplett fahren, das blieb uns letztes Mal verwehrt und das Ganze auch im Trockenen. Also generell diese ganze BC-Geschichte, die würde ich gerne nochmal in Angriff nehmen. Das wäre Teil 3. Ja, Moritz. Oh. Das ist auch eine schöne Liste. Ja, ich habe mir gerade Gedanken gemacht und würde am liebsten meine Top 10 machen. Ich bin zwar schon ein bisschen umgekommen, aber es gibt einfach so viele Orte, an denen man wahnsinnig gut Mountainbiken kann und es werden immer mehr. Wo ich sehr, sehr gerne mal selbst Fahrrad fahren würde, ich habe es bisher immer nur bei den World Cups gesehen. Es ist, glaube ich, mein Lieblingsort von den ganzen World Cups und ich will dort unbedingt auch mal Mountainbiken, weil es von der Infrastruktur perfekt aussieht und weil die Landschaft extrem schön ist und weil auch die ganzen Videos, die ich von da gesehen habe, extrem cool aussehen. Ich möchte unbedingt mal in Andorra Mountainbiken. Ist auch gar nicht so kompliziert zu erreichen. Also man kann relativ günstig und einfach nach Barcelona fliegen. Von da sind es dann so ja, ungefähr 3 Stunden. Es gibt einen riesigen Bikepark und viele Trails. Da möchte ich gerne mal hin. Dann muss ich mich gerade entscheiden zwischen Neuseeland und Tasmanien, also der großen Insel vor der Küste Australiens. Und ich entscheide mich für... was glaubt ihr? Für was habe ich mich entschieden? Neuseeland. Falsch. Ich habe mich für Tasmanien entschieden. Weil das wollte ich gerade sagen, aber das, ich bin gar nicht zu Wort gekommen. Ja, also nach Neuseeland... Nach Neuseeland will ich auch unbedingt irgendwann mal, werde ich auch definitiv irgendwann mal machen. Gerade jetzt im Winter, wo da Sommer ist, wäre es perfekt. Aber wenn wir schon dabei sind, uns irgendwas zu wünschen, dann würde ich mir Tasmanien wünschen. Ich war, wie lange ist es her? War das letztes Jahr? Also, nee, vorletztes Jahr, 2017, war ich insgesamt 5 Wochen in Australien an der Ostküste. Aber nach Tasmanien habe ich es nicht geschafft und alle Bilder, die ich von dort gesehen habe, sehen extrem beeindruckend aus. Es gibt auf der Insel nicht so besonders viel, aber die Orte und Gegenden, die es da gibt, die geben sehr, sehr viel Gas, was Trailbau und Legalisierung und so weiter angeht. Es wurde, glaube ich, auch bei der Enduro World Series zum Austragungsort des Jahres gewählt. Ich möchte da einfach sehr, sehr gerne mal hin. Und beim dritten Ort habe ich wieder die schwierige Wahl zwischen BC, was Hannes schon gesagt hat, oder den USA. Und weil Hannes jetzt schon die Gegend von Whistler und Squamish genannt hat, sage ich jetzt einfach mal, ich würde ganz gerne nach Washington State. Das ist der nördlichste Bundesstaat in den USA an der Westküste. Fast Kanada. Fast Kanada, grenzt direkt an British Columbia. Und da gibt es auch einige Gegenden, die extrem gut zum Mountainbiken sind. Also alleine schon in Bellingham, wo unter anderem Transition herkommt. Da war ich schon mal zum Fahrradfahren, habe aber wirklich nur so die absolut oberste Spitze des gigantischen Eisbergs entdeckt. Da gibt's ja, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, was es da für Trails gibt, dann sitzen wir um 7:30 heute Abend noch hier. Da würde ich auch sehr, sehr gerne mal hin, nochmal zum Mountainbiken. Aber die Liste, die könnte man echt unendlich fortführen. Wir machen nächste Woche einfach in 2 Wochen einfach weiter. Ja. Genau. Ja. Ja. Gut. Aber auch auf meine Home Trails freue ich mich jedes Mal sehr, sehr, sehr. Eine Traumdestination. Ja, einfach weil das so ein spezielles Ding ist irgendwie auch. Also Home Trails, ich finde, da ist noch mehr dieses Tag auf dem Fahrrad irgendwie wichtig. Wir haben gar keine massiv krassen Trails hier und wir haben sehr viel Forstweganteil tatsächlich zwischendurch. Aber trotzdem, ja, Markus lacht, weil er nur Forstweganteil hat. Oder Sand. Ja, oder Sand. Forstwege aus aber Sand. Einfach dieses Ding irgendwie, du fährst eine Runde, dann kumpelst irgendwie, vielleicht macht man sogar zwischendurch ein paar Fotos. Man hat irgendwie, die Sonne geht dann irgendwann unter im Sommer und man fährt einfach irgendwie schön in die Dämmerung rein, trinkt danach noch ein Bierchen und man hat, und das ist das Allerwichtigste eigentlich, man hat einfach nur ein kurzes Trikot an und eine Hose
und sonst eigentlich keine Jacke und keine Handschuhe, kein Halstuch, was weiß ich. Das ist für mich so. Ein Helm habe ich auch noch auf, ausnahmsweise Schuhe und Socken auch. Ja. Und Unterhose habe ich auch noch, Brille vielleicht noch, aber der Rest fällt eigentlich weg, was man so im Winter immer das Problem, also dieses blöde Einpacken im Winter nervt mich wahnsinnig irgendwie, dass man einfach im Sommer schön zack, kurz die Klamotten einfach an und Trikot, Hose und das, was ich erwähnt habe und dann einfach irgendwie los und nachher noch ein Getränk trinken, irgendwie nett zusammensitzen und das ist für mich so dann das perfekte Biken und dafür muss ich auch gar nicht so viel wegfahren, aber das mag ich auch sehr gerne. Ja, ja, es ist auch nochmal was anderes, wenn man jetzt, ich habe gerade überlegt, wie wäre es, wenn ich in Andorra unterwegs wäre oder auf Tasmanien, dann würde ich wahrscheinlich jeden Trail, den ich da fahre, nur ein einziges Mal fahren und wäre damit beschäftigt, mich auf den Trail zu konzentrieren, gleichzeitig die Aussicht zu genießen, gleichzeitig noch mir ganz aktiv bewusst zu machen, was ich gerade mache. Also es sind extrem viele Eindrücke auf einmal und wenn ich hier meine Hometrails fahre, die ich schon zigmal gefahren bin, dann kann ich mich aber wirklich so komplett auf den Trail konzentrieren und kann vielleicht auch mal irgendeine neue Linie ausprobieren oder kann versuchen, jetzt die eine Kurve besonders schnell zu fahren oder hier jetzt mal in der Sektion den Finger von der Bremse zu lassen oder so. Also es ist einfach eine andere Art des Fahrens, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Plus man ist einfach mit seinen Freunden unterwegs und irgendwie passiert dann doch immer was. Man sitzt danach zusammen, trinkt irgendwie zwischendurch ein Cappuccino und isst ein Stück Kuchen. Braucht jetzt nicht irgendwie einen Rucksack mit viel Gepäck, sondern setzt sich einfach aufs Fahrrad, fährt los und fährt die Trails, die man eigentlich kennt, die sich aber trotzdem immer verändern und irgendwas passiert immer. Von daher, ja, das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Gut, jetzt haben wir uns über Traumtrails und Hometrails unterhalten. Jetzt kommen wir zu Konsumträumen. Was habt ihr euch in letzter Zeit geleistet? Von was schwärmt ihr? Von was träumt ihr nachts? Und wo habt ihr jetzt endlich auf den Kaufen-Button gedrückt? Oh, keiner will, dann fange ich an. Ich habe mir... Das ist ja schon wieder fast peinlich. Ich habe zuletzt bei... der Heimwerker King. Ja, genau. Ihr wisst das. Ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ich baue mir gerade meine Werkstatt auf und habe bei eBay Kleinanzeigen immer mal so ein bisschen geguckt. In der Heimwerken-Kategorie habe ich mal so abonniert hier im Umkreis, was so Interessantes gibt. Es gibt super viele interessante Sachen. Und habe jetzt gestern zugeschlagen, habe mir eine Dekopiersäge gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Bis zum Dekopieren, oder? Genau, da kann man dekopieren mit, also einfach eine elektrische Laubsäge, vereinfacht gesagt. Die ist fast neuwertig und der Typ wollte die loswerden für 25 Euro, was ungefähr über 100 Euro unterm Neupreis ist. Und da habe ich direkt zugeschlagen, habe ich gesagt, hier, ich nehme die, ich hole die ab, bin gestern vorbeigefahren, er hatte die sogar noch da. Sind wir uns das ist die Hauptsache. Sind wir uns einig geworden. Ich habe ihm die 25 Euro in die Hand gedrückt und bin wieder abgehauen und ja, super geil. Das war es tatsächlich auch schon, was ich mir gekauft habe. Ja, ich habe mir ein weißes Case gekauft für meine AirPod-Kopfhörer. Wer nicht weiß, was es ist, das sind diese weißen Dinger, die aussehen wie Oral-B-Zahnbürsten. Die sehen aus wie ganz normale Kopfhörer, nur ohne Kabel. Die sehen jetzt nicht so viel anders aus. Ich verstehe das aber nicht. Sie sehen auf jeden Fall, aber jetzt weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Auf jeden Fall diese kabellosen Dinger von Apple. So, und ich bin tatsächlich irgendwann, letztens bin ich losgefahren zum Fotos machen in den Wald. Ich hatte die dabei, hatte die auch die AirPods in den Ohren, hatte aber leider das Case in der Tasche und das ist mir abhanden gekommen tatsächlich. Ich habe es noch 2-3 Fahrten abgesucht danach und da leider relativ viel Schnee lag, ist ein weißes Case nicht so ideal zu finden. Ich bin am nächsten Tag nochmal los, oder 2 Tage später, als der Schnee getaut war. Ich habe das Ding ums Verrecken nicht gefunden. Und deswegen musste ich leider in den sauren Apfel beißen und über den Apple Support im Kölner Apple Store das Ding neu erwerben. Und der diese Dinger besitzt, achtet da drauf. Das ist sehr, sehr teuer. Und der Rabatt, der Black Friday Rabatt, den ich hatte bei diesen AirPods, der ist dadurch wieder komplett
durchgerutscht. Aber deswegen. Das heißt, die haben so ein Replacement-Programm dafür, wenn du mal... Es gibt ein, genau. Das ist wie wenn du zur Bank gehst mit einem halben Geldschein. So ungefähr, ja. Es gibt ein Replacement-Programm, man kann die Dinger bei Apple einzeln kaufen, das ist ein Sofortfall. Sie haben es aber preislich so gemacht, dass es sich definitiv nicht lohnt, die Dinger einzeln zu kaufen. Kriegst du nicht günstig getauscht in Neuware? Absolut nicht günstig, man. Es ist wirklich, es ist schon fast frech eigentlich. Die kosten alles gleich. Die kosten, egal ob du einen der AirPods verlierst, einzeln, oder ob du das Case verlierst, es kostet alles 79,99. Okay. Und das ist brutal, aber ich stand vor der Entscheidung, okay, entweder du holst dir bei eBay, bei den wenigen, die da dann verkauft oder versteigert werden, irgendwie einen Gebrauchten, oder du bist jetzt halt gerade hier irgendwo, wo ein Apple Store war, und ich hab dann in den sauren Apfel gebissen, gebissen. Und hab mir dieses Ding dann gekauft. Es ist schon ein fieser Preis, aber es ist tatsächlich so. Es kostet alles 80 Euro. Ja, und jetzt passe ich besser drauf auf. Das habe ich mir gekauft und mehr nicht. Moritz, was gab's bei dir außer einen Hansa-Pilz? Ich habe mir im Prinzip nichts gekauft. Das Einzige, wofür ich tatsächlich dann Geld ausgegeben habe, waren Zugtickets nach Berlin und wieder zurück. Markus, ich komme nicht besuchen. Yeah. Ja. Punkt. Eigentlich gibt es nicht so viel dazu erzählen. War ein Schnäppchen, 19 Euro, ICE, erste Klasse, ohne umsteigen. Ja. Nee, das nicht. Ja, wollte schon aber sagen. Von Frankfurt nach Berlin am Samstagmittag. Und nächste Woche geht es dann wieder zurück. Interessant, ich habe das 10-fache letztens bezahlt von hier nach Frankfurt und zurück. Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Dafür war der Zug pünktlich. Und deiner wird bestimmt nicht pünktlich sein. Gut. Markus. Unterhalten wir uns nochmal drüber. Markus muss weg. Ja, komm, deswegen lass mal noch. Machen wir ganz schnell weiter. Wir haben doch noch die Empfehlung, genau. Genau. Wir haben Konkurrenz bekommen, podcastmäßig. Die wollen wir aber dennoch gerne anteasern, denn es sind gute Bekannte von uns. Und zwar Tobi Woggern und Jasper Jauch. Beide Personen werden dem einen oder anderen Hörer oder beziehungsweise Leser auf MTB News durchaus bekannt sein von Videos und Fotostories. Sind zwei Mountainbiker und die unterhalten sich im neuen Podcast Single Trails and Single Malt über verschiedene Themen aus der Fahrradbranche. Ist allerdings ein bisschen anders aufgezogen, denn da ist relativ viel Interview, relativ großer Interviewanteil mit mehreren Personen immer dabei pro Folge. Und da können wir nur empfehlen, da mal reinzuhören, ist nochmal ein anderer Aspekt aufs Mountainbiken mit zwei lustigen und amüsanten Personen. Das erste, was ich so gehört habe, klang auf jeden Fall vielversprechend und ich habe es schon in meiner Podcast-Liste gespeichert. Findet ihr auf Spotify und überall da, wo es... Die sind direkt zu Spotify gekommen. Da kommt jetzt jeder direkt hin. Das ist kein Ding mehr jetzt. Okay, gibt's sonst überall, verlinken wir in den Shownotes, das wäre meine Empfehlung für diese Woche. Oh, Moritz? Meine Empfehlung, ist jetzt keine so konkrete Empfehlung und ich muss ja auch aufpassen mit fußballbezogenen Themen auf Mountainbike News. Was ich jetzt aber angefangen habe zu schauen, ist eine ganz interessante Dokumentation. Dritte Liga. Hier, Wien Wiesbaden, vierter Platz, ne? Die steigen bald auf. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja. Was ich angefangen habe zu schauen, ist eine Amazon Prime Produktion, und zwar All or Nothing. Ist eine Dokumentation, wo eine Profisportmannschaft über eine Saison komplett begleitet wird. Und in der Staffel geht es um den englischen Fußballverein Manchester City mit dem Trainer Pep Guardiola, der ja dann doch etwas bekannter ist, und es sind einfach sehr, sehr interessante Einblicke in so ein Profiteam. Ich bekomme das ja so ein bisschen im Downhill World Cup mit, wie Profisportler drauf sind. Ich denke aber, das Fußballgeschäft ist dann nochmal eine komplett andere Welt. Allein schon, wenn man sich die ganzen Gehälter anschaut.
Aber von daher finde ich die Serie sehr spannend, ist cool gemacht, kann ich empfehlen. Ich bin jetzt bei der vierten Episode. Manchester City hat gerade das Derby gegen Manchester United gewonnen durch einen Eckball, den sie einstudiert haben. Ist dann auch ganz interessant zu sehen, wie sie vorher in so einem Seminarraum extra vom Trainer gebrieft werden, wo das Abwehrverhalten von Manchester United bei Eckbällen komplett auseinandergenommen wird und dann genau gesagt wird, also der läuft dahin und der läuft dahin und wenn ihr den Eckball dahin spielt, dann habt ihr da und da Platz und könnt das Tor machen und das war dann auch das entscheidende Tor in dem Spiel. Ist einfach ein sehr spannender Einblick. Gibt's vor allem in anderen US-Sportarten, also ich meine, da gab es schon eine Dokumentation mit einem Football-Team und bestimmt auch irgendwas irgendwie Eishockey oder Baseball oder so. Kann ich empfehlen. Und da sowieso jeder Mensch und dessen Haustier ein Amazon Prime-Abo hat, ist es auch kostenlos. Klingt sehr gut. Ja. Cool. Dann, Markus, dann was noch, kannst ne? du außer gebrauchten Dekopiersägen empfehlen? ich habe zwei Empfehlungen. Die erste ist vielleicht sogar für dich was, wenn du nächste Woche hier in der Nähe bist. Und zwar möchte ich empfehlen das Naturkundemuseum in Berlin. Das wird vielleicht der eine oder andere kennen. Wer es nicht kennt, der hat was verpasst. Ich war letzten Freitag mal wieder da, weil Schulferien waren und wir einen Tag rumkriegen mussten. Und das Kind hatte sich gewünscht, mal wieder ins Naturkundemuseum zu fahren. Haben wir gemacht und das ist jedes Mal extrem beeindruckend. Und damit zusammenhängt die zweite Empfehlung, als wir da hingefahren sind, wir haben ein Stück mit dem Auto zurückgelegt dorthin. Da begab es sich, dass ich das Fenster kurz mal runterlassen wollte und hörte nur noch ein fieses Plastikknirschen und im Anschluss daran, wie sich Plastikteile so am Boden des Türinnenraums ansammelten. da hatte sich der elektrische Fensterheber so komplett zerlegt. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Ich habe dann die Scheibe irgendwie mit der Hand wieder hochgeschoben, habe die mit gefaltetem Papier so festgekeilt, dass die nicht wieder runter... Gaffertape von außen. Ja, ich hatte keinen Tape dabei, sonst hätte ich das gemacht. Dann habe ich mir das einen Tag später mal angeschaut, habe angefangen, diese Tür auseinanderzunehmen. Und das ist eine Erfahrung, die wünsche ich jedem mal, der irgendwie mit dem Auto fährt, sich mal bewusst zu machen, was allein so eine Tür an einem Auto für Komplexität enthält und was man da alles für Werkzeuge benötigt, um so eine Tür auseinanderzunehmen oder an das Innenleben einer Autotür zu kommen. Das ist echt der Wahnsinn. Und was da drin ist. Ja, nee, wirklich, da sind Kabelbäume, ja. Das ist unglaublich. Ja, manchmal, da ist wirklich viel, viel drin. Also es ist nicht nur eine Scheibe, die runterfällt. Genau. Ich bin dann nicht ganz weitergekommen, weil mir dann spezielle Werkzeuge fehlten. Das ist ein Volkswagen und die nutzen so viel Zahnschrauben. XZN heißt dieses System. Ich dachte erst, es wären Torx und setzt da irgendwie einen 40er Torx rein und fang an zu drehen. Und was macht der natürlich? Der springt raus. Dann habe ich hingeschaut, genauer gezählt und siehe da, es sind 12 statt 6 Zähne. Und dann bin ich erstmal auf die Suche gegangen, habe erstmal recherchiert und dann habe ich kennengelernt, dass XZN, die XZN-Schraubenköpfe, ist ein Ding. Dann habe ich erstmal Werkzeug dafür bestellt. Das ist mittlerweile auch angekommen. Ich habe mir einen neuen Fensterheber bestellt bei unserem Nachbarn. Der hat eine Schrauberbude. Der ist immer so nett und besorgt preisgünstig Ersatzteile. Und jetzt werde ich mal schauen, am Samstag da weiterbauen und hoffentlich das Ding ersetzt bekommen. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß. Und wie gesagt, wer einfach mal ein paar Grenzen aufgezeigt bekommen möchte, der soll das einfach mal probieren. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich bin da ganz froh, dass wir auch einen relativ alten Ford Mondeo Turnier 3 haben von 2002, wo man die Frontscheinwerfer noch selber ohne Werkzeug ohne den Motor ausbauen kann. Ohne den Motor auszubauen vorher. Ja, du kannst tatsächlich, du brauchst halt nicht mal Werkzeug. Das ist, ich habe das dann einmal mit einem YouTube-Tutorial selber gemacht und hatte dann irgendwann das Problem, da war ich irgendwo unterwegs, habe dann gemerkt, okay, der Frontscheinwerfer ist kaputt. Ja. Hab dann im ATU um die Ecke, nicht im Rewe um die Ecke, sondern ATU um die Ecke, irgendwo im Niemandsland eine neue Birne geholt. Und habe, glaube ich, in 6 Minuten auf dem Parkplatz das Ding komplett ein- und ausgebaut. Ja. Das sind wirklich nur so 2-3 Sachen, die du so musst so hochziehen, so Steckdinger. Ja. Und dann hast du das ganze Ding, die ganze Leuchte in der Hand. Und dann, also das geht wirklich relativ schnell. Und da muss ich sagen, manche Sachen,
die sind echt so wunderbar unkompliziert. Und dazu gehört unter anderem, wie baut man oder wie wechselt man eine Birne eines Scheinwerfers an einem Modellturnier 3. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Das geht super schnell. Ja. Es gibt Autos, heutzutage sicherlich anders. Es gibt Autos, wenn du da mal tatsächlich einen Scheinwerfer wechseln möchtest, also tatsächlich mit Plastikgehäuse und so. Und Reflektor, habe ich gerade vor ein paar Tagen gehört, kostet heutzutage teilweise vierstellig, weil irgendwie der halbe Motor aus dem Auto rausgebaut werden muss. Das ist echt unglaublich. Und oder ich weiß gar nicht, was war das noch? Ein Mercedes Vito hier, diesen VW Bulli Äquivalent von Mercedes. Da kannst du wohl nicht mal mehr einen Ölwechsel machen, ohne den Motor abzusenken. Und das kostet halt extrem viel Arbeitszeit und das lassen sich die Werkstätten natürlich bezahlen. Also das ist ganz, ganz krass heutzutage. Ja. Wer da Verschwörungstheorien wittert, der, keine Ahnung, liegt vielleicht gar nicht so falsch. Ja. Ich verlinke das YouTube-Tutorial in den Shownotes. Genau. Für alle Ford-Fahrer. Gut. Ja. Wie waren dein Bier, Moritz? Lecker. Ja, doch, bin überrascht. Oh, vielleicht werde ich jetzt zum Hansa-Trinker. Gut. Ja. Lassen wir mal so stehen. Wahrscheinlich aber nicht. Nee, also, ich würde sagen, in Anbetracht der günstigen Anschaffungskosten ist das Preis-Leistungs-Verhältnis durchaus akzeptabel. Es ist jetzt aber kein Bier für jeden Tag. Und schon gar nicht für jeden Mittag. Okay, es ist zu schlecht für ein tägliches Bier, ja? Ja. Wenn ihr aber unbedingt ein Bier braucht und es gibt wirklich nur Hansa Export beim Bierhändler eures Vertrauens, dann könnt ihr das schon mal nehmen. So für einen Notfall, okay. Okay, ein leckeres Notfallbier. Und ich möchte nochmal betonen, das Schiff hat 4 goldene Segel. Geil. Also das haben vielleicht nicht viele Frage an Schiffe die Hörerinnen und Hörer. Um was für ein Schiff handelt es sich dabei? Wir haben schon festgestellt, es ist keine Kogge. Vielleicht wisst ihr, was das ist. Wir haben ja, glaube ich, auch viele Leute aus dem Norden Deutschlands, denen das vielleicht geläufiger ist als uns. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare. Ich zum Beispiel, ich wohne ja sehr im Norden. Ich weiß es auch nicht. Du wohnst auf dem Schiff, oder? Ja, ich wohne auf dem Hausboot. Waren denn eure Getränke? Die Detmolder Kirsche, die war sehr lecker, sehr süffig, sehr kirschig tatsächlich und vor allem schmeckte auch nach Kirsch und nicht nach irgendeinem Kirscharoma. Das heißt, da ist, soweit ich weiß, es steht nicht drauf, aber ich glaube, es ist wirklich echter Kirschsaft drin. Also für alle, die, ich denke, das ist eher was nochmal mehr für den Sommer, aber es ist tatsächlich von den Biermischgetränken, die ich bisher kennengelernt habe, doch eins der besseren. Von daher ist es eine Empfehlung und vermutlich aber leider nur relativ lokal hier zu bekommen. So, Markus, wie war dein Malawesi oder wie das da hieß? Blasphemie. Mein Manaresi. Ich hatte mir ja einen Macchiato gemacht und der ist unerreicht, muss ich so sagen. Da muss ich mich immer selbst. ihr lacht, aber ich muss mich da echt immer so ein bisschen selbst loben. Ich bin der Geilste, glaub's mir. Es ist wirklich schwierig, wenn man einmal raus hat, wie man Kaffee ordentlich macht und den regelmäßig zu Hause trinkt und dann irgendwo anders hingeht, in eine Lokalität, die das als Beruf machen, Kaffee herzustellen und dann zu erleben, was man dort vorgesetzt bekommt, das ist sehr ernüchternd teilweise. Also ist besser als Starbucks, ja? Ja, Starbucks ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Also das zeig mir da irgendwie einen Kaffee, der da vernünftig schmeckt. Ist schwierig. Ja, und von daher Ironie. Verstehe. Ja, das kommt natürlich hier manchmal schwierig über. Ne? Also, wie im Forum auch. Genau. Deswegen, unerreicht, wie immer, sehr lecker, werde ich wahrscheinlich nächstes Mal wieder trinken. Oder guck mal, gucken. Ja, in diesem Sinne, wir sind jetzt schon wieder auf 3:30. Genau das, was du eigentlich wolltest. Los. Alles klar. Leute, es war schön. Bitte zum Schluss bewertet uns bei iTunes, folgt uns auf Spotify, lasst uns ein Like da bei Instagram, sagt Hallo auf dem Trail und genießt den Sommer, der jetzt anfängt. Ganz wichtig, hashtaggt uns auf Instagram. Haben wir nämlich gar nicht geguckt, ob wir unter Hashtag Pokal oder Spital was hatten. Ich schaue mal kurz nach. Ich glaube, es war nichts. Es war nichts. Ja, es gibt 527, aber ich fürchte, die haben mit uns relativ wenig zu tun. Das meine ich nämlich.
Der fast meistgelikedste war, ist von MTB News. ja, genau, aber macht da weiter. Also hashtagt uns wunderbar auf Pokal oder Spital, sagt, dass ihr den Podcast hört. Wir gucken da öfter rein und wir werden demnächst tatsächlich bestimmt wieder was zu verlosen haben, auf jeden Fall. Ja. So ist es. Und die Sache mit dem Krafttraining, wer aufgepasst hat, der hat mitbekommen, dass wir eigentlich noch ein Thema ausgelassen haben. Machen wir nächstes Mal oder so. Genau. Das merkt eh niemand. Ja. Ja, in diesem Sinne, Markus, du musst los. Ich muss. Elterngespräch. Ich muss auch mal wieder an der Content-Maschine kurbeln. Ja. Ja. Moritz, dir schon mal vorab viel Spaß im Urlaub nächste Woche. Diese Danke Woche, sehr. Wenn der erscheint, dann bist du nämlich, glaube ich, schon im Urlaub. Genau. Heute ist nämlich noch letzte Woche. Heute ist ein Tag vor Valentinstag. Wir sind jetzt schon vorher, ja. Also. Gut. Ja. Alles klar. Gut, dann wär's das. Macht's gut. Macht's gut. Und bis Tschüss. In zwei Wochen. Bis Ciao. Dann. Ciao.